So, jetzt sitzen wir hier vor dem Roller. Wir haben die 30 PS geknackt und haben 31 Newtonmeter gepackt. Also, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass das so ein... Also, ich habe ja ein bisschen am Anfang gesagt, so viel Sand, wir können froh sein, wenn wir die 23 PS knacken. Sehr tief gestapelt. Das war sehr tief gestapelt. Wie du so schön sagtest, wir sind mit mehr angetreten, mit mehr Idee. Dass es am Ende des Tages aber jetzt so viel geworden ist. Also, ich habe mit 26 bis 28 gehofft und gerechnet. Also Ziel war 27 zu knacken. Ich glaube, da sind wir deutlich drüber. Von daher total happy mit der Performance des Motors. Das ist auf jeden Fall mega gelaufen. Ja. Um euch das jetzt mal ein bisschen zu erklären, warum und wieso und weshalb das so gut funktioniert hat, haben wir jetzt hier mal einen Motorblock. Und das ist ein PX80 Motorblock. Und hier seht ihr auch schon die Adapterplatte drauf. Und wir müssen euch dazu sagen, wer das machen möchte, wer das umbauen möchte, da gehört ein bisschen mehr handwerkliches Geschick dazu, als das, was vielleicht bei der Adapterplatte und bei den anderen Zylindern so bisher nötig war. Hier müsst ihr tatsächlich ein bisschen mehr machen. Aber was genau, das sagst du uns jetzt am besten. Genau, die Basis für die Montage eines Adapterkits bleibt halt gleich. Wir haben nach wie vor die Herausforderung, dass mit einem 72 mm Kolben wir in den Innenraum des Gehäuses eine Spindelaktivität haben. Wir müssen bis zu 25 mm in das Gehäuse rein. Das ist genau das Maß, wo der Quattrini-Kolben quasi mit seinen 72 mm reintaucht. Also wir brauchen das Spindelmaß 25, sagen wir mal 26 mm tief und breit? 74. 74 mm, also 74 mm breit spindeln und 26 mm tief. Das müsst ihr nach wie vor tun. Die 74 mm ist genauso wie in dem Big Block halt auch, dort wo du jeden Malossi Sport oder auch einen Originalzylinder reinsteckst, das ist das gleiche Maß, das hier der Small Block braucht, um jetzt mit dem Kolben arbeiten zu können. Und das funktioniert da auch, ihr brecht da nirgendwo durch, wenn ihr das aufspindeln lasst, klappt das vom Aluminium her ohne Probleme. Genau, mehrfach probiert, hat problemlos gelaufen, von daher, da gibt es keine Bedenken. In dieser Konzeption ist es tatsächlich so, dass wir die Zylinderstehbolzen M8 in den Smallblock reingebohrt haben. Und die Adapterplatte ist dabei eine wichtige Zubehörtat. Und zwar wird sowohl die Adapterplatte dafür gebraucht und als Ergänzung eine Bohrhilfe. Also das heißt, die Adapterplatte ist quasi nach wie vor wichtiger Bestandteil, weil du brauchst sie als Bohrschablone. Vollkommen richtig. Okay. Also wir haben nirgendwo diese Präzision wie in einem CNC-Teil. Ja, klar. In dieser Adapterplatte ist beides enthalten. Die Präzision ist auf das Gehäuse zu machen durch die M7 Zylinderkopfschrauben. Ja, und die können sich auch dann überhaupt nicht bewegen, ne? Wenn du das gar nicht bewegen, ganz genau. Die haben ein Zehntelspiel in der Adapterplatte. Und diese exakten 18 Grad, die wir für den Zylinderauslass brauchen, hat die Adapterplatte ja auch schon mitgebracht. Klar. Das heißt, die Idee ist tatsächlich über die Bohrhilfe ein 5 mm Loch in das Gehäuse vorzubohren. Also vorbohren mit Bohrhilfe um 5 mm. Richtig. Gut, zeig mal die Bohrhilfe. Ich dreh mal raus. Ich zeig das mal eben in die Kamera. Also, die Bohrhilfe ist im Grunde dieser Aluminiumsteg. Ja? Das ist das M8-Gewinde mit einem, ich weiß nicht, wie lange hast du das gemacht? Das sind 12 mm. 12 mm und dann die Bohrführung oben, die Bohrerführung, die brauchst du ja. Genau, also in Summe sind es 25 mm Bohrführung. Also das Teil ist 25 mm lang, die braucht ihr auch. Und das Loch, der Innendurchmesser ist 5 mm. 5 mm. Das heißt, wir haben eine 5 mm Führung für einen 5 mm Bohrer, ein M8 Außengewinde und der Rest hier oben ist Bohrführung. Dieses Teil wird es dann wahrscheinlich auch mit der Adapterplatte dann in Addition geben. Das heißt, wenn ihr die Adapterplatte kauft, so gehe ich jetzt mal von aus, dass ihr entscheiden könnt, baue ich einen 210er drauf oder nehme einfach das hier als Bohrschablone mit der Bohrführung und baue mir dann eventuell einen 232er drauf. Mhm. Also da können wir dann ein bisschen flexibel sein. Aber das ist ein wichtiges Teil. Das heißt, die Bohrführung und die Adapterplatte als Bohrschablone. Okay, und dann? Weiter im Text. Die Adapterplatte ist für eine weitere Aktivität wichtig und zwar sehen wir hier, dass für diesen Stehbolzen am Ende des Smallblocks zu wenig Fleisch ist. Pass auf, und dafür hole ich jetzt mal die Kamera ran, damit wir das mal sehen. Wenn man hier durch das M8-Gewinde durchlugt, dann wird man sehen, dass die äußere Flanke schon kein Fleisch mehr hat. Das ist genau der Bereich, der jetzt natürlich von hinten aufgeschweißt werden muss.
Ich drehe das Gehäuse mal. Und zwar ist das genau der hintere Bereich, der üblicherweise selbst für das Erweitern der Überströme oft aufgeschweißt wird. Und man sieht hier an der Adapterplatte, in welchem Bereich wir tatsächlich zusätzlich Material benötigen. Okay, das ist nämlich das typische Loch, wo du beim Überstrom auffräsen sowieso immer durchbrichst. Ne? Richtig. So, da sieht man, wenn du den Finger mal wegnimmst, da sieht man auch, halt mal fest, da sieht man auch tatsächlich das Loch vom M8. Genau, hier vorne guckt es durch. Das heißt, für den Stehbolzen wäre hier zu wenig Material. Das muss aufgetragen werden. Warte, ich versuche das mal einzufangen. Ja, da ist es. Während des Schweißvorgangs bleibt die Adapterplatte vorne aufgeschraubt. Sie verbindet sich nicht mit der Aluminium-Schweißthematik, weil sie einfach eine wesentlich höhere Temperatur hat, bevor sie schmilzt, die Adapterplatte. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn du hier aufschweißen willst, dann lässt du die Adapterplatte draufgeschraubt. Korrekt. Ja. Bedeutet, du hast quasi die hintere Fläche der Adapterplatte als Führung, wo sich das Aluminium anlehnen kann. Richtig. Und es hat den Vorteil, ich muss theoretisch vorne auch keine Planfläche mehr hervorrufen, weil es ist plan dadurch, dass ich den Anschlag des Schweißens ja schon definiert habe. Das heißt, idealerweise macht man das Gehäuse aber warm. Natürlich, es wird vorgewärmt. Man dremelt sich das hier frei, macht also quasi die Kontaktfläche rauer, damit damit das Aluminium besser drauf fließen kann. Und dann schweißt man, also das habe ich ja früher sowieso aufschweißen lassen, wenn ich die Überstrom für einen 172er Quattrini hast du da sowieso aufschweißen lassen müssen, weil du das sonst nicht die Überströmtaschen nicht reingekriegt hast. Also das machst du genauso wie vorher auch, okay. Vollkommen richtig, genau. Dann hat der hier wieder genug Material, um hier auch genug Zugfestigkeit auszuhalten. Und dann gibt es halt noch eine zweite Aktivität und die befindet sich im Inneren des Gehäuses. Dafür machen wir jetzt einmal die Gehäusehälfte auf. Eben ab. Wenn wir dieses M8-Gewinde hinten ins Gehäuse einbringen, dann sehen wir hier auf der Seite befindet sich eine Hohlstelle. Das heißt, das Gewinde führt genau durch die Hohlstelle durch. Achte, ich versuch's mal. Jawohl. Zeig nochmal. Hier vorne die Hohlstelle direkt über diesem Loch. Ja. Das ist herstellerbedingt in jedem Gehäuse drin. Und jetzt brauchen wir natürlich hier Fleisch für das Gewinde, das von hier kommt, um den Stehbolzen einzubringen. Und das habe ich folgendermaßen gelöst. Ich habe mir von einem alten Gehäuse ein Stück Ecke abgebrochen, habe einen Löffel umfunktioniert und mit einem normalen Bunsenbrenner dieses Aluminiumguss flüssig gemacht, um es dann anschließend hier in den Hohlraum zu füllen. Das kann ruhig überquellen. Es muss halt nur einmal zügig passieren und dann ist der komplette Hohlraum geschlossen und das Überschüssige hier vorne wird weggedremelt. Also das bedeutet, du füllst im Grunde mit einem, nimmst von einem alten Gehäuse ein Stück Aluminium. Genau. Machst das über einem Löffel wie so ein richtiger Drogenjunkie, machst es schön heiß. Richtig. Und musst das aber zügig da reinschütten. Das muss zügig da rein. Und dann füllst du das auf. Genau. Dann würde ich es auch ein bisschen unterständig lassen, damit du da nicht nochmal planen musst. Ja, natürlich. Ne? Also das geht natürlich zügig. Auch das Abdremeln von überschüssigem Material ist später kein Problem. Die Dichtfläche drumherum reicht halt völlig aus, um da auch nochmal mit dem Dremel dran zu gehen. Ja. Aber auch hier in Vorbereitung wird natürlich das Loch vorher einmal mit einem Dremel bearbeitet, dass die Oberfläche wieder angeraut ist, dass sie haftungsfähig ist für den Aluminiumguss und so weiter. Unser Tipp wäre, macht's nicht mit Kaltmetall. Ihr denkt vielleicht euch, ja, ich schütte ein bisschen Kaltmetall rein und gut ist. Macht das nicht, weil die Zugfestigkeit von Kaltmetall hat, was hat die? Ja, 30 Newton, also das ist verschwindend gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das beim Eindrehen vom Gewinde auseinanderbröselt, ist sehr hoch, weil ihr gebt ja Druck drauf. Und vor allen Dingen, ihr habt 31 Newtonmeter und 30 PS. Das heißt, an den Zylinderstehbolzen wird schon gezogen und gezerrt. Also da wirklich am besten mit Aluminium auffüllen. Ne? Genau. Okay. Und das war auch schon der ganze Zauber. Wenn dann die Gewinde M8-Bolzen im Gehäuse eingelassen sind, dann haben wir hier wieder das ganz normale Null, wie auf dem originalen Big Block auch, und können da den Quattrini drauf flanschen. Dann geht natürlich Bearbeitung los mit Überströmer und so weiter. Und dann sind wir wie bei einem normalen Big Block unterwegs und mit der entsprechenden Kurbelwelle, genau, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, ist dann hier in einem Small Block ein Quattrini aufgeflanscht worden. So, das bedeutet, ich kann dann den Quattrini platt aufs Gehäuse setzen. 232 und 244, ist egal, welchen ich nehme. Ich muss dann halt mir die Quetschkante ausmessen und mit den Spacern halt nivellieren. Ja, das ist richtig. Ja. Solltet ihr die Zylinderfußfläche noch abplanen, weil ihr sagt, okay, komm, dann habe ich einmal die Planfläche sauber, müsst ihr natürlich das, was ihr abplant, wieder aufaddieren mit einem Spacer, um wieder auf diese Null zu kommen. Ja. Ja. Okay. In unserem Projekt die Besonderheit tatsächlich, dass die Smallblock-Kurbelwelle vom Scooter Center BGM mit einem 125er Ploy zum Einsatz gekommen ist und am Ende heute den Quattrini befeuert. Das ist auch eine Premiere. Das hat es vorher in so einem Setup noch nie gegeben.
Die hat auch 3 mm mehr Hub. Das heißt, die hat einen 125er Pleuel und 3 mm mehr Hub. Ja. Also wir haben wieder 244 Kubik. Auf einer PX80 hättet ihr 244 Kubik. Ja, das ist richtig. Das ist unfassbar. Also das ist nur ein Referenzgehäuse. Also wer vermutet, dass das irgendwo mal im Einsatz war, ja, der kann richtig liegen. Ja. Aber das ist heute nur zur Veranschaulichung da. Lass uns mal über die Einlasszeiten sprechen. Weil das ist etwas, wo der ein oder andere sich halt immer fragt, brauche ich viel Einlass, brauche ich wenig Einlass? Die Kurbelwelle der von BGM hat ja die Einlasszeiten wie die 60 mm Einlasswelle, die Kurbelwelle von der PX200, die 60 mm Hubwelle. Das sind die Einlasszeiten, sind identisch. Genau. Würdest du denn, wir haben ja, ich habe ja nun auch gefräst, du hast auch gefräst, was ist aus deiner Sicht die beste Einlasszeit für dieses Setup? Wir sind durch die Kurbelwange dieser speziellen BGM-Welle relativ begrenzt. Und zwar, selbst wenn der Einlass nach vorne hin nur noch bis vorne 1-2 mm stehen gelassen wird, sind wir immer noch knapp über 60 nach OT. Das reicht. Das reicht vollkommen aus. Das also reicht. Gesagt, gemessen bei mir, bei dem Setup, bin ich bei 61 nach OT gelandet. Und da hast vorne nicht mehr viel Fleisch? Vorne habe ich natürlich nur noch die Dichtfläche. Sag mal, wie viel? Dann bist du bis hier vorne hingegangen? Ja. Also vorne Dichtfläche sind halt noch 2 mm, also ich gehe nicht auf 1 mm runter. Aber die 2 mm braucht es, damit ich halt bei über 60 bleibe. Reicht. Und nach hinten, wie viel hast du nach hinten aufgemacht? Das, was geht. Okay, also je nachdem, ob ihr ein 80er Gehäuse habt, bis zur Anti-Tuning-Bohrung, beziehungsweise die kannst du ja wegfräsen. Die Anti-Tuning-Bohrung kannst du ja wegfräsen, weil hinter der Anti-Tuning-Bohrung ist ja nochmal ein Stück Drehschieberfläche. Da ist Drehschieberfläche. Ne? Das heißt, du könntest wirklich bis dahin, ja geil. Ja, geil. Also, Anti-Tuning-Bohrung wegfräsen, bis an das hintere Ende gehen und nach vorne auch aufmachen. Dann erreicht ihr maximal einen Einlassgrad von 61. Und dann sollte das vernünftig performen. 26 SI drauf. Wie gesagt, Bedüsung solltet ihr ausreichend hochwählen, wenn ihr mit Venturi und mit Deckel von der Firma Westpac. Wenn du mal zur Seite rutscht, da könnt ihr mal gucken. Wir haben jetzt hier den Deckel auch noch drauf, ne, Westpac. Und wir haben jetzt ungefähr 19,5 bis 20 Grad mit einer 200er Hauptdüse. Mhm. Der Reifen hinten ist völlig fertig, der ist total im Arsch, der ist, die Karkasse guckt nicht raus, aber es ist kurz davor. Ja, das ist im Grunde das, was es zu tun gilt. Adapterplatte, dann habt ihr hier diese Bohrführung im Grunde, um die M8 Gewindebohrungen zu übertragen auf das Gehäuse. Ihr müsst aufschweißen, ihr müsst ausspindeln, aber ich sag mal ganz ehrlich, PX80 Gehäuse, da gibt es so viele, die da rumfliegen. Mhm. Und dann baust du das zusammen und du hast 30 PS und 30 Newtonmeter. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das gerade auf dem Prüfstand war, wie das Ding den Arsch hochgerissen hat. Also das war wie so ein bockendes Pferd. Ja. Ein Nachtrag habe ich noch zur Adapterplatte. Ja? Nachdem wir gebohrt haben, vorgebohrt haben mit der Bohrhilfe, kommt natürlich 6,7, 6,8 mm Fernlochbohrung für M8. Die Adapterplatte bleibt während des ganzen Prozesses vorne drauf. Und M8 wird quasi durch das vorhandene Gewinde der Adapterplatte in das Gehäuse durchgeschnitten. Okay, dafür müssen wir aber Folgendes sagen. Wenn du dann ein Standardvorbohrer fürs M8 ist 6,8 mm. Ja. So, das heißt, du würdest aber maximal mit 6,7 vorbohren, damit du das Gewinde von der Adapterplatte nicht beschädigst. Genau, also wir bleiben ein Zehntel drunter, um das Gewinde der Adapterplatte nicht zu touchieren. Und in Aluminium 6,7 vorgebohrt passt natürlich super auch das M8er Gewinde rein. Genau, und dann nimmst du den Gewindeschneider und schneidest durch die Adapterplatte in das Aluminium. Genau, ich fange quasi wieder durch die Zentrierung der Adapterplatte. Ja. Ist gerade das M8 Gewinde drinne. Ja, dann kannst du gar nicht schief. Du kannst nicht schief. Ich kann nicht schief. Ja. Würde ich das manuell am Gehäuse einfach nur ansetzen, die Stehbolzen würden überall stehen. Ja, ja. Es sei denn maschinell eingebracht. Ja, ja, okay. Die Adapterplatte ist maschinell gefertigt. Die Präzision übernehmen wir von der Adapterplatte in das Gehäuse rein. Da kannst du ja nicht viel falsch machen. Nein. Also es ist etwas für einen ambitionierten Schrauber. Aber ganz ehrlich, wer Vespa schraubt, ist ambitioniert. Du hast keine andere Möglichkeit. Aber ihr seht, es ist überschaubar. Es ist ein bisschen was zu fummeln, aber es ist überschaubar. Und ja, ich würde sagen... Und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder andere auch. Ja, wenn du das schaffst. Ich sehe übrigens gerade... Warte mal, komm ein bisschen... So. Okay, so. Es ist bemerkenswert. Es ist bemerkenswert, was da rausgekommen ist. Das Ding fährt sich unfassbar. Wir haben hier eine 2463 drin. Mhm. Gerade verzahnt. Mhm, gerade verzahnt. Ganz ehrlich, das Ding kannst du auch mit 2562 fahren. Hätte er locker gezogen. Hätte er locker einfach gezogen, aber dann fährt das Ding 160. Ja. Das macht keinen Sinn. Aber 2365 ist da schon zu kurz. Aber ich bleibe halt gerne auch im dritten Gang auf einem Rad.
Standgas nur an der Tanke. Ja, okay. Ja, also es ist, es war mir eine große Freude. Es war mir echt eine große Freude, das Ding auf dem Prüfstand zu haben. Bedüsungstechnisch könnt ihr da euch gerne an mich wenden, wenn ihr dann hinterher Sorgen habt. Ihr kriegt das Ding nicht abgedüst. Kommt vorbei, ich kann euch das machen. Wie es gebaut wird, habt ihr jetzt gesehen. Adapterplatte gibt es beim Scooter Center. Ich verlinke euch alles, was ihr wissen müsst, unten in die Infobox. Und ich habe gerade aufgrund dieser Erfahrung mein Custom-Roller-Motor-Projekt komplett geändert. Ich werde das machen. Mega. Und der Witz ist, und das ist wirklich kein Blödsinn, das ist mindestens genauso leistungsstark wie ein PX200-Block mit einem 232er Quattrini. Vergleichbar, auf jeden Fall. Aber die Kurbelwelle kostet nur ein Drittel. Hm. Ein Drittel. Und es ist eine Drehschieberwelle. Dazu sei noch gesagt, ich würde jetzt an dieser Stelle bis 25, 27 PS hat die BGM-Welle problemlos gehalten. Ich wäre jetzt einfach so vorsichtig, obwohl die Welle hier ist nicht verlasert, die ist nicht verschweißt. Die Kurbelwelle hat es gehalten. Wir haben 20, 25 Prüfstandsläufe gemacht. Das Ding hat bisher alles gehalten. Ich würde sie für mein Wohlgefallen einfach noch verlasern. Dann wäre ich auf der sicheren Seite, damit der Drehimpuls nicht in die Wangen geht und dass sie sich verdreht. Aber wenn wir hier jetzt noch eine Wape drauf machen, ach du Scheiße, eine leichte Wape? Ja, wir waren ja selbst vom Ergebnis überrascht. Ja. Also hätten wir gewusst, dass wir heute die 30 PS knacken, dann hätte ich natürlich auch den Zapfen noch verlasert. Ja, das ist ja, wir wussten ja Neuland, wir wussten ja gar nicht, worauf wir uns einlassen. Also von der Seite her war es tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer, aber es hat es gehalten. Ich würde es jetzt mal so fahren und gucken, was passiert. Natürlich, so werde ich es auch machen. So, und das, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, was hierbei rauskommt und wie sich die ganze Sache darstellt. Ich bin echt überrascht. Und den nächsten Motor, den ich baue, wird definitiv das Ding geben. Wir gehen jetzt was essen. Ich gebe dir mein Gehäuse mit. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Abos werden auch immer wieder gerne genommen. Und dann würde ich sagen, bleibt hässlich. Und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee. Fallt nicht in Schnee. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.